So, hallo und herzlich willkommen zu Terraria mit dem Jan, dem Team und mir. Lukas ist ja ausgeschieden. Beziehungsweise Lukas ist gerade nicht da. Ja. Lukas ist verhindert. Er ist behindert. Behindert, eigentlich alles dasselbe. Boah, ich kann auch mit meinen Dingern unter Wasser schießen, ne? Ja, richtig. Leuchtet das? Ja, mit meinen Flares. Leuchte ich damit? Ja, ich leuchte. Hallo Timo. Hallo. Wir versuchen ja irgendwie das Wasser rauszukriegen. Weil diverse Menschen ja gerne Spawns überfluten. Aus welchem Grund auch immer er versucht, das Wasser rauszukriegen. Ich weiß es auch nicht. Ich wette, es liegt der Spawn genau über dem Loch. Deswegen würde ich das vorhin zubauen. Nein, eben nicht. Ich muss nur hier das Wasser rauskriegen. Ich glaube, der Spawn war irgendwie hier oder so. Wie baut man Betten? Mal so ganz nebenbei. Mit Seide. Und dafür brauchen... Ja, warte, ich glaube, das können wir sogar machen. Wie können wir denn Seide machen aus Cockweb, ne? Spinnennetzen. Es ist dasselbe. Blaues Team, ne? Blue Team. Cockweb. Na, wir haben... Wir machen das jetzt einfach anders. Domme, dafür müssen wir jetzt was anderes machen. Was denn? Wir brauchen Holz, Eisen und Eisenketten. Ja, warte, dann gebe ich mal mein Cockweb, was ich da rausgeholt habe. Ja, Timo, sollen wir nochmal Richtung Hölle gehen? Dann komme ich aber dieses Mal mit. Ja, ja, können wir können wieder runter in die Hölle. Da war noch eine goldene Chest, ne? Ja, dann lass mal jetzt mal hingehen. Wir haben extrem viel Silber. Wir können Spitzhacken machen. Ja, ich habe eine Eisenspitzhacke. Ja, ich habe auch eine. Ja, aber ich nicht. Ja, mach ich doch mal kurz eine. Können wir nicht Platinum-Ohr-Dingens machen? Ach, Dingens. Spitzhacken? Ne, wir können drei Silberhacken machen. Ja, dann mach drei Silberdinger. Können wir nicht auch Dämonithacken machen? Können wir, aber die ist scheiße. Ja, aber damit kann man immer einen Dämonit abbauen, oder? Danke. Damit kann man sogar, glaube ich, mehr als Dämonit abbauen. Silberspitzhacke. Mach mehr. Aber ich will mein Inventar mal ausmüllen, ne? Ja, mach ich, dann macht Timo sich eine Dämonit-Spitzhacke und wir bleiben bei den Silbersachen. Warum will er eine Dämonit-Spitzhacke haben, also anders gefragt? Weil man damit mehr abbauen kann. Echt? Ja, wir haben gerade mal 40% Spitzhackenkraft. Ich will diesen Bohrer haben, der ist sowieso am geilsten. Der ist so total nervig von dem Sound, ja. Okay, so, damit gehen wir los. Warte, ja, die Fackeln dabei. Nee, ich will noch ganz kurz was gucken, ob ich irgendwie meinen Stab dann noch später weiter vercraften kann. Ich kann auch mal gucken, ob ich die Pistole verbessern könnte. Ich dingelste gerade aus. Ich mülle gerade aus. Nee. Ich kann mal mit Kohle reden. Ach, da einstellen. Was kann ich denn aus so einem... Ey, ein Ekelpilz, ein Green Mushroom. Green Dye Material. Wo kommt Munition rein? An Daumen. Ja, Pfeilmunition meine ich. Ja, an mich. Verkaufen. 46 unheilige Pfeile. Ja, in mich. Oh. Ganz links unten Chest. In mich rein. Ja, so gucken, was man aus einer Leuchtpistole machen kann. Gar nichts. Dann was man aus dieser. Ich behalte Pistole diese Silberpickaxe. Aus der Pistole gemacht. Kann man auch nichts machen. Okay, dann hab ich halt keine. Oh. Was? Spitzhacke. Ja, warte, mach ich mir eine Dämonit. Wie liegt denn hier dein Morgenstern? Weil der weniger Damage macht als meine momentane Waffe. Ja und? Die hat mehr Reichweite. Wo kann ich einen Dämonit-Spitzhacken machen? Johannes... Johannes schreibt mich an. Wie viel Dämonit brauche ich dafür? Ich glaube 12. Ja, und wo muss ich das machen? Ein Kabel, wie craftet man nach? Dafür muss diese eine also treffen, ne? Der nette Hannes möchte da ein bisschen mit TS. Ja, Pech gehabt. Oh, ich brauche noch Schattenschuppen dafür, Gott. Oh. Junge, du hast das ganze Dämonit bekommen. Jo, kannst du in die Kiste tun? Nee, ich will's nicht da. Anderes Problem. Welches? Soll der nette Johannes jetzt mit TSen oder nicht? Geht ja nicht, wir nehmen gerade auf. Es bringt sowieso nichts, wenn er jetzt mit einsteigt, weil wir viel zu weit vorne sind.
Los, wir gehen jetzt runter. Okay. Genau, die Hasen hier töten. Was hast du mir gesagt? Dass wir gerade aufnehmen. Okay, habt dafür noch unten. Hab ich. Timo, hast du jetzt eine Spitzhacke? Diese... Ja, aber eine Silber. Dann mit einem Gravity-Trank halt bekommt man auch keinen Fallschaden mehr, ne? Doch. Nicht. Sogar umgekehrten Fallschaden. Och, Alter. Warte. Mach Skype aus. Das nervt sowieso nur. Ja. Johannes wollte gerade reinbrüllen. Gut, dass wir ein Passwort haben. Ja, richtig. Beschäftigt. Muha, haha. So, ich hole euch jetzt kurz auf. Timo, komm mal, blaue Team. No, Timo. Alter, wieso leckt's bei mir gerade? Timo, du weißt aber noch, wo es lang geht, würde ich hoffen, ne? Oh, immer weiter nach unten. Ja. Schlauer das Junge. Das ist nicht so das Schwerste. Nee, das ist schon schwer, weil wir manchmal links gegangen sind, manchmal sind wir rechts gegangen. Halbende. Ja, ich bin auf dem Schleim gelandet, auf dem Mutterschleim, ey. Ich bin halb tot. Ja, ich bin leckt. Gleich ganz tot. Ich weiß nicht wieso, aber es leckt bei mir ein bisschen. Also, es gab weg, jetzt leckt es nicht mehr. Hol ich doch mal. Ich hab dich safe, mehr oder weniger. Safe. Timo, die Leibwache. Das Schwert haut voll den Damage, ey. Critical macht 36. Weiß, das ist richtig böse, das Schwert. Für den Anfang ist das richtig assi. Und das brauchst du für ein sehr tolles Schwert. Von dem ich jetzt noch nichts erzähle. Aber ich glaube, Thomas kann sich sogar noch dran erinnern. Mehr oder weniger nicht. Okay, merke ich mir. Lass mal 1 gegen 1 gegen das Skelett, Thomas. Ich hab's lieber schon angehittet, das zählt gar nicht mehr. Lass mich in Ruhe einfach. Ui. Oh, und das machen wir Schleim. Warte. Ja, dann lass mal töten. Ich hab's nicht bekommen. Ja, ich weiß. Das war nicht ja gerade lustig. Ich wollte auf so, da war so eine Insel in der Luft und ich wollte da dran springen mit meinem Haken und. Warte. Aus Wort eigentlich nicht so viel. Timo, da ist Timos Gold. Holen wir uns. Weiß gar nicht, wo ich angehe. Ich geb dir Feuerschutz. Check mich mal ein bisschen, ich klebe hier oben ein bisschen an der Wand. Ja, weiß ich nicht, oder was? Okay. Oh, wir waren aber schon sehr tief, ey. Ja. Schon fast, ne? Ach, ganz viele Mama-Schleime. Gut, dass die nicht unter Wasser können. Ja, ist mal so, ja, die würden voll abfangen. Oh Gott, hier bin ich falsch. Ey! Was war das? Das war Mana. Was war das? Den. So gesehen. Mir unten ist Wasser. Ey, Piranha. Leute schreiben mich übers Handy an, aber ich gehe grad nicht ran. Ich auch. Ich glaube, das war der Hannes. Ups, ich hab vergessen die Uhr zu starten. Cool. Wir sind ja sowieso in der Hölle, da muss es ganz ein bisschen länger dauern. Ja, die erste Folge von, die letzte Minecraft-Folge war ja auch nur 29 Minuten. Eigentlich sollten wir noch gar nicht in die Hölle und sogar eigentlich den Wurm machen. Warum das? Was haben wir davon? Wir können doch in die Hölle, wenn wir da rein wollen. Timos Rüstung haben wir davon. Ah. Ich will doch in die Hölle. Hä, nein. Arsch. Was? Nix. Komm mit, Jan, hier geht's lang. Hier bin ich übrigens letztes Mal random explodiert. Ich hab grad Fallschaden bekommen, hier musst du wirklich aufpassen, Jan, hier bekommst du voll fett Fallschaden. Ich weiß, warte. Ich glaub die... Nein. Halleluja. Was mache ich denn hier? Halleluja. Genau, da mal. Boah, warte mal. Das könnte eine Weile dauern. Oder ich baue mich einfach hoch. Was hast du denn gemacht? Stattdessen nicht einfach diesen scheiß Block da abbauen, ne? Mein Gott, Jan. So ist schon wieder. Ich sag dann, wenn ich allein in der Hölle bin, ne? Ach, die 200 Meter. Wirst schon bemerken. Hey, ich bin in der Hölle. Oh, Schaden. Ich bin da. Ich bin auf dem Weg. Das wird voll einfach hier runter. Ja. Ja, am Ende haben wir uns ja ziemlich gerade gebaut. Ja, mehr oder weniger. Boah,
Ja, und dann frag mich jetzt nur, wo genau die goldene Truhe hier war, Jan, die du meintest. Wie sehe ich? Ja, siehst du dann. Hier ist so ein scheiß Wurm, Alter, ich muss hier weg. Ja, ich höre ihn schon. Oh, das haben sie mit den Hallenhäusern gemacht. Interessant. Ah, da ist er. Ja, richtig. Ah, der ist gleich tot. Das Vieh kann ja nix. Dann töte es mal. Sag ja, das Vieh kann nix. Hab ich das grad? Nee. Oh! Ein Splutschende. Ist eine Obsidian-Tür. Wo war hier die goldene Truhe, Timo? Unten vielleicht? Weg. War die unten? Ja. Nee. Nee, also nicht. Gott, fuck das ab, ey. Ich dachte, wir sollten eigentlich noch nicht in die Höhle. Als ich gestorben bin, habe ich dann eine goldene Truhe gesehen. Wohin bist du gelaufen, als du unten warst? Bessere Frage, wo bin ich hier nicht hingelaufen, als ich unten war? Ich hab schon, glaube ich, gefunden. Bin noch da. Haben wir es gefunden. Ah, hi Timo. Ja, noch 90 Fuß, dann bin ich da. Hier unten stand eine goldene Truhe, hier. Als wir verreckt sind. Genau. Nee, das hast du nur eingebildet. Nein, ohne Spaß, da stand einer. Mag meins Er hält die Gegner schön fest und drückt Schaden. Ja, ich würde den Rest auch noch bauen, wenn wir ausnahmsweise mal fliehen müssen. Ja, ich habe keine Steine mehr. Oh, Timo hat mich gerade gerettet, indem er den... Hey! Halleluja. Okay, Jan, du bist ein bisschen suizidgefährdet, weißt du das? Ja, das ist mir auch gerade aufgefallen. Warte mal. Okay, da kommen so blöde Fickviecher. Deswegen bin Jan, hast du eigentlich mittlerweile ein Bett gemacht? Nein! Weil ihr permanent rumläuft wie hyperaktive Kinder. Jetzt mache ich eins. Ja, und jetzt können wir auch gleich den Wurm machen. Nö, ich komm nochmal runter. Nein, was bringt's? Ach, jetzt erst in den Wurm und dann... Oh Gott, Magmas bleiben! Ich komm noch einmal runter, Timo, versuch mal nicht zu verrecken. Mir schon höllische Mühe! Aua! Haha, Wortspiel, höllische Mühe. Höllische... Hust, der war ja auch total gut. Schon gut. Der war gar nicht mehr so schlecht. Ah, der war mit Liebe. Das, was dir, was du nie bekommen hast in deiner Kindheit. Mhm. Das war zu wenig. Eisen. So, jetzt sollte ich das da, doch mal. Dodo! Noch lebe ich. Weniger bin ich da. Voller Power lebe ich noch. Eher weniger als mehr bin ich da. So, dann verlagern wir doch mal hier hoch. Und hier sollte man jetzt... Scheiße. Da ist irgendwie so ein roter Stein ist da. Hey du Bob, wie macht man das? Ich finde geil, dass man hier nicht nachladen muss, auch wenn das ein bisschen unrealistisch ist. Ach. Unrealistisch ist doch Wayne. Ey, ernsthaft, mir fehlt ein Holz. Bam, bitch. Gotcha, bitch. Mir fehlt ein bisschen Holz, mir fehlt ein bisschen Holz. Da sind Bäume. Ja, ich dürfte relativ nah an dir dran sein, ne? Ja, relativ nah, Hust. Ich mein Timo. Ah, oh, sind noch 1000. Das ist ja nicht so viel. Ja, ich bin... Oh Gott! Oh nein! Guck mal, hier ist so ein Magier, Fickviech! Heißt der Tim? Puppe? Ja, nee, hat keine Puppe, hab's aber getötet. Ach so, und wie meint ihr? Ja, die mit den gummigen Kreisen. Ein Dämon. Ja, genau, die Dinger. So, jetzt kommt mal raus aus der Hölle. Nö, ich bin gerade jetzt wieder rein. Da mal, komm raus. Oh mein Gott! Ich bin tot. Okay, ja, die muss da. Ich versuche jetzt auch noch einmal zu sterben. Ja, warte, dann bin ich eigentlich auch noch Suizid und craft mir ein Bett oder zwei. Ha, müssen wir mal den Dungeon finden, damit wir dieses Skelett da mal killen können. No, es hört auf, die ganze Zeit Bosses zu spoilern. Ach, jeder kennt das Spiel. Ja, genau. Jeder, der es guckt, kennt das Spiel. Och, das... Ganz ehrlich... Oh.
Bist du gestorben? Ja, mit deinem Gold. Was verdient. Besonders, ich hätte das eigentlich überleben müssen, von unrealistisch. Hey, ich habe 2 Dämonen gekillt, ja. Ey, wie kommst du darauf, dass Terraria unrealistisch ist? Doch nur so. Ey, genug sag mal, ich greife gerade Seelenfresser an. Was ist, dieses, was ist das da oben für ein Ding? Hier das. Warum steht hier so ein komisches feiner Bänkchen? Was denn? Weil ich das bauen muss. Das muss aber unten rein. Nein, das passt da nicht mehr aus. Das ist unwichtig. Das ist nur für Möbeln. Ah, okay. Kann man eine fliegende Insel suchen? Nein. Das, du kannst also so nichts mit denen anfangen. Ist so, wenn wir jetzt in die Hölle müssen, Schüsse suchen. Also runter, nein. Los, gehen wir in die Corruption. Links oder rechts? Außerdem müssen wir noch nicht mehr die Hölle... Oh, Leute. Nee, links war doch nichts mehr. Lass rechts gehen. Hey, guck mal, ich hab Freunde gefunden. Wollte gerade sagen, wir hatten die angelockt. Guck mal, es brennt. Ist tot. Dommel, wir brauchen bedeutend mehr Corp Web. Genau, YOLO. Da ist noch was in der Truhe. Ich hab noch 16 im Inventar. Ich hab jetzt 309. Da liegen nochmal welche. Ich hab gesagt, das ist noch was in der Truhe. Lass mal in die Corruption schon mal rennen, Dommel. Ja, hey, wir gehen rechts mal in die. Ja, kannst ja nachkommen. Wollt ihr nicht erstmal ein Bett mitnehmen? Mit ihr spawnen. Du die mit. Mit. Ja, ich doch. Da, du musst 3 mitnehmen, ne? Nee, 1. 1, jeder kann da rein. Wir kuscheln. Oder hast du Probleme mit? Bist du besser? Habt ihr überhaupt Sprengstoff, damit wir da durchkommen? Ja, ich hab 21 Bomben. Ich hab 4 Bomben und 1 TNT. Ich nehme jetzt einfach mal eine Dämonie-Spitze. Nee, mach ich nicht. Können wir gar nicht irgendwie. Weil wir Drachenschuppen brauchen. Eine Dämonie-Spitze? Ach ja, stimmt, dafür braucht man kein Holz, sondern diese. Ach, Drachenschuppen, was sagst du? Schuppen. Warum hackst du das alles ab, ey? Weil ich Langeweile hab, warum? Ich kann ja auch ein bisschen rumballern, weil ich Langeweile hab. Ja, aber bei mir macht ja nichts kaputt. Du hast begrenzt Munition. Ach wo, ich hab noch 300 Schuss. Was eigentlich relativ wenig ist. Bevor die Abkürzung von dir. Ah, hast verkackt. Warum hab ich denn verkackt? Ha! Nein! Nein! Da geht mein, da geht mein Vorsprung flöten. Ich will meinen Namen. Schau mal, was für eine Lache, ey. Nein! Was war das denn? Hallo! Was war das für eine Lache, Timo? Das muss ich mir nochmal erklären. Meine? Die Mongolache. Die Mongolache 3000. Mach das bitte nochmal. Keine Ahnung, kommt spontan mit Liebe. Timo. Timo, die Lache letztens bei Achtung Kurve. Da mussten wir auch lachen, ey. Das müssen wir auch mal aufnehmen. Nein, ich meine meine verkrüppelte Lache. Auf in die Corruption. Ey, der Schleim weicht aus. Bam. Distance Curl. Hallo Domme. Hier müssten wir mal Holz fällen. Ach wo? Alter, weil hier ist einer gestorben. War die Corruption nicht mal ein bisschen näher? Kann sein, dass ich dort mal war. Okay, hab gefunden. Okay, dann ist die Corruption direkt neben der Wüste. Ja. Gehen wir jetzt ins zweite Loch, denn das erste ist überflutet. Mit Tribesand. Nein, mit Sand. Also ja, hat jemand schon ein Bett aufgestellt? Nein. Nee. Könnt Jan aber jetzt mal gerne machen. Ihr braucht dafür eine funktionstüchtige Wohnung, beziehungsweise einen geschlossenen Raum, ihr Bobs. Ja, lass mal bauen hier. Ich hab Dreck. Timo geht Holz fällen. Wofür brauchen wir Holz? Also, wofür brauchen wir Holz? Ich bin gleich tot. Dann komm schnell das Bett hier reinstellen. Fick dich. Komm. Wir brauchen dafür auch Hintergrund, ihr Bobs. Warum das denn? Weil's so ist. Ja, mach mal direkt Hintergrund. Wir brauchen aber nicht, ne? Doch, am besten schon. Warum?
Und wir können auch hier unten rein mit so einer Holzklappe, das können die Zombies nämlich nicht. Ja, das geht auch. Kaktus-Workbench kann ich machen, sweet. Ich kann auch einfach eine Holz-Workbench oder eine Ebenwood. Ja, ich kann eine Truhe machen, aber das ist ja unnüchtig. Unnüchtig. Und wichtig mit B. Das ist unnüchtig gesagt. Jetzt mal. Das ist drin! Oh, was war das denn? Keine Ahnung, es hat mir Angst gemacht. Hey, was bringt mir das Bett jetzt gleich? So, baut mal hier mit dem Crafting Table ab. Warum denn abbauen? Was ist denn für das Bett da hinten? Guck mal, das Vieh, das backt da voll drin. Ja, wenn es zu dir möchte. Ja, mag mich halt. Fuck, schön. Wo ist das Bett hin? Jetzt glaub, das ist nicht dabei. Ich hab das Bett gerade eben rausgeworfen. Hat das irgendwer von euch im Inventar? Ja, ich hab's glaube ich zu einem von euch geworfen. Ich hab's nicht. Keine Panik, ich hab's. Sag ich ja. Nicht. Rechts klicken. Dann brauchen wir aber noch ein Bett bei uns, ne? Nein. Das war knapp. Wir zerstören einfach einen Block und dann sind wir da. Dank des besser gelösten Spawn-Systems. Ich mach mal runter, ne? Da ist nichts. Das Vieh ist bis nach ganz unten durch, wir können noch nicht sicher sein, ob da was ist. Ich will mir auch nicht sicher oder unsicher sein. Ich werde da garantiert nicht zwei Stunden lang tauchen. Doch. Ach. Üch, da kam doch gerade schon Shit. Dommel in seinem Spider-Man-Teil. Ist immer so, ey. Ich bin hier oldschool. Damit kann man so gut wie gar nicht runterfallen. Ja, ich bin gerade so oldschool runtergefallen. Lass ins zweite Loch da gehen. Hui! Ja, gehen wir ins zweite Loch. Leute, ich hab mich reingebackt. Ich hab mich in eine Wand gebackt. Scheiße. Ey, Timo, wo bist du? Zweite Loch. Oh, oh. Leute, ich hänge in der Wand. Timo und ich sind jetzt im Endeffekt im selben Loch. Ja, da unten ist überall Wasser. Leute, ich hänge in der Wand, aus der ich nicht rauskomme. Und zwei Kugeln nebeneinander. Los, töte mich. Danke. So, ja, Timo. Ich werfe erstmal ein paar Haftbomben rein, damit wir das TNT sicherer machen können, ja? Erstmal sollten wir das Vieh töten. Du zerstörst die Wand mit Haftbefehls, schlecht im Rap. Mhm. Oh, jetzt bin ich schon wieder in das Scheißloch gefallen. Du kriegst mich nicht. Du bist tot. So, erstmal Haftbombe dahin. Warte, ich muss mal erstmal... Erstmal muss ich woanders hin. Töte mal das Vieh. In welches Loch seid ihr jetzt gegangen? Das mit der Fackel? So, jetzt werfst du deine Bomben rein. Die Haftbomben sind ein bisschen wertvoller. Hallo. Wo kann ich nicht so... Das sind ernsthaft zwei. Oh Gott! Nein. Eine noch. Ich bin Hammer. Ja. Ups, scheiße, jetzt hab ich doch schon Bomben geworfen. Anstatt zu schießen. Das will mir keinen Schaden machen, Alter. Oh! Erstmal ein bisschen ausleuchten. Ja, wir kommen da nicht durch. So. Scheiße, wa? Haftbefehl. Werfen wir einen Haftbefehl rein, ey. Ja, mach mal. Ich hab keinen Haftbefehl mehr. Danke. Oh, nochmal das Ding. Der Morgenstern, der Ball O'Hurt. Kann ich das haben? Ja, wir gehen mit dem Wurm wohl an die Oberfläche, und, ne? Und die Lichtkugel, der unnötigste... Hä, ja, können wir. Mal ja, sehen. Dann gib mir das. Das ist das Vieh schon. Ja, an die Oberfläche damit. Na, ich bleib jetzt hier unten. Es kommt einfach boom. Hör mal auf, so hässlich zu lachen, ey. Das tut ja weh. Oh, ich habe jetzt meine Hesselon-Kugel. Gib mir mal das Violet-Ding da. Dieses eine Ding, was Timo auch hat. Hatte, beziehungsweise es liegt irgendwo in der Kiste da. Wohl. Ach, da ist ja eine nette Würm. Ach, der kann doch nichts. Oh, ich habe hier eine Ebene gemacht, wenn ihr wollt, könnt ihr kommen. Ach, braucht man nicht. Ja, okay. Das ist viel zum Mainstream. Genau, da die Ebene. Dom, ich würde ein Stück weg. Ja, genau deswegen. Ey, Maxi Fresser, geh weg.
du hast dich selber durchgefahren, der musste scheiße nicht sterben. Wo ist meine Quick Heal Taste? Quick Heal, Quick Heal, Quick Heal, Quick Heal. Wie ist die Quick Heal Taste? Ich glaube H. Oh Gott! Renn, Timo, renn! Ey, ich mach kaputt! Mein Mana ist leer! 9! Hab stimuliert hier, ey. Stimuliert? Droppt das eigentlich auch irgendwas, oder? Das, ja. Jedes Teil was. Ey, ohne Mana kann ich echt nichts machen, das ist total scheiße. Dieser Stab bringt irgendwie ein bisschen mehr gegen den Gegner hier. Gegen, du meinst diesen... Ja, diesen Morgenstern, ey. Ich hab schon 12 Schattenschuppen. Ja, du brauchst glaube ich insgesamt 25 oder so viel Rüstung. Oh, wie ich permanent. Ich hab ernsthaft nur noch ein Teil. Los, zeig dich. Und bitte lass Timo noch dann krepieren. Ach, da ist es. Schade. Ah! Ja, ja, ich hab's im Fall getötet, Alter, im Fall. Jetzt soll ich sagen, die ganzen Sachen. Gut, dann lass mal noch ein paar mehr Kugeln töten. Nein! Timo, Alter. Komm her. Geh mal. Hat nicht jemand ein Sparschwein dabei? Nein. Hab 12 Schattenschuppen und 49 Dämonit-Erz. Ich glaube, ich sollte ein bisschen mehr haben. Ich hab 2 Schattenschuppen und... Oh, ich bin in die falsche Höhle gesprungen. 55 Dämonit. Ich suche mal nach Kugeln, ne? Da brauche ich die direkt nochmal machen. Ja? Ja, ja. Okay. Ey, Dommel, die haben die Heslon-Kugel verbessert, die kann jetzt sogar was. Das heißt? Guck sie dir an. Nein, genau, da war ein Stein! Die kann was? Die, das war diese Kugel, die früher einfach nichts gebracht hat, die einfach so total schwul hinter ihm hergeschwabbert ist und einfach wirklich nichts geheilt hat. Die konnte auch leuchten. Ja. Du bist ins falsche Loch gesprungen, hab ich gehört. Ja, ich lass mich. Ich hab eine Kugel gefunden. Hier sind, ja, 2 Kugeln habe ich. 2 Milliarden Dämonenaltare. Kugel ist bei Fuß. Leiten! Auf der linken Seite von uns sind 2 Kugeln. Ja. Mann, ey, wie lange das braucht, bis man gespawnt ist, das fuckt richtig ab. Ja, jetzt falle ich schon wieder runter. Oh, ich dann stirbt doch halt nicht so oft. Ja, da unten ist eine Kugel. Okay. Ja, 2 Stück. Auf der rechten Seite sind auch noch welche. Ich hasse das Spiel so. Ich krieg das hin. Ich kann das. Ach. Ich will auch mal runterkommen, aber irgendwie kopiere ich immer kurz vorher. Ja, dann hangen wir dich leicht und sanft runter, oh nicht? Ja. Die Bahn. Timo, ich glaube, die macht keinen Schaden mehr. Doch, ich mach das voll Taliban, like. Du bist beim Altar, nicht bei der Kugel. Hallo. Timo. Ja, was willst du von mir? Du müsstest das... Wieso springst du hier das auf? Ach, du willst da zur Kugel? Ja, warte. Ja, oder? Oh Gott, das war die falsche Taste. Ach, wo? So, alles gut hören? Jetzt sollte es schon ein bisschen besser laufen. Ich hab gar keine Haftbefehlbomben mehr. Timo vögelt meine Kugel gerade eben. Hm, das war meine letzte Bombe. Ich mies. Hab noch einmal TNT. Ja, warte, das müsste gut platziert sein. Nein, dann, warte. Dommer, ich baue einen Behälter. Wo habe ich denn noch irgendwas, womit ich bauen kann? Da. Warte. So. Nein! Ach wo. Jawohl! Ach ja. Handel. Was denn? Was war's denn? Ich hab auch mal was bekommen. Ja, was denn? Die Muskete. Ach so, hä? Die hattest du doch schon, hast du wieder verkauft. Ja, richtig. Jetzt verkaufe ich sie nochmal. Boah, Alter, die macht alles für 20 Fernkampfschaden. Ja, aber was soll ich denn damit? Ist doch scheiße, bringt mir doch nichts mehr. Alter, wie ich kein Kuh an dem Matsch-Ding hier machen kann. Wie meine Spinnendinger nicht halten. Okay, wir bräuchten mal eine Spitzhacke davon, von dem Zeugs. Wofür? Damit wir einfach so...
so hinkommen und nicht alles immer freisprengen müssen? Ja, also das heißt jetzt erstmal wieder nach Hause und dann wieder nach hier, oder was? Kurz, knapp. Warte, ich hab... Nein, ich hab zu viel Gold. Ich laufe. Ich hab kein Gold. Ihr habt ja meins alles. Hab 12 Gold nur, 12 Silber nur. Ja, eben. Ah, okay, das ist demoniert jetzt. Ihr hattet meins ja alles. Beziehungsweise ich hab jetzt... Ey Timo, lass mal, lass das hier mal ein bisschen erkunden. Ja, erstmal so, lass mal weiter nach rechts noch. Ich hab das Gefühl, ich werde gleich sterben. Oh, was ist das? Bodenstatue. Was, Bodenstatue? Ja. Ich weiß aber, wie ich mich sterben lasse, Timo. Mit Stil? Ich versuche einfach diesen Altar hier abzubauen. Natürlich auch. Dafür brauche ich so einen Scheißhammer. Wiederbelebungstrank gefunden. Einer müsste mal hier bleiben und das Haus danach wieder zusammensetzen, ne? Ja, ja Timo, Timo, bleib mal hier. Nein! Wie gesagt, einer muss hier bleiben. Timo. Zu spät, Dommer ist noch da. Du Gullimuggel, ey, ich hab noch 4 HP. Ich kopiere jetzt auch, ne? Was 6, das reicht alle Male. 7, 8, 9, 10. Was willst denn du? Timo, hol mal das Sparschweinchen und bauen dir eine Spitzhacke. Ich kopiere jetzt, das ist euch klar, ne? Was soll ich machen? Warte, dann setze ich davor noch kurz das Haus. Sparschweinchen mitnehmen und Spitzhacke bauen. Warum Sparschweinchen mitnehmen? Damit wir das Gold hier lagern können. Klingt logisch. Ich hab keinen Bock, ganz Zeit immer... Ey, was ist mit dem ganzen Gold, was in dem Sparschweinchen drin ist von mir? Wenn man das abbaut. Wird extern gespeichert. Hervorragend, das klingt gut. Ja, wahrscheinlich sowieso nicht. Ja, sowieso doch. Nicht, aber trotzdem. Weil ich weiß schon. Was weißt du denn? Ich mag meinen Ball, irgendwie hat der Stil. Ja, hat eine Spitzhacke, hurra. Und jetzt? Jetzt komm, ich komm jetzt, das Haus jetzt darfst du dich töten. Nee, ich muss das Haus jetzt reparieren, du Gullimuggel. Ich hab das doch schon repariert, wieso reparieren? Das hier hinten, dass ihr hier wieder spawnt. Hast du das schon? Das doch schon repariert. Wie das denn? Ich hab einen Block reingesetzt. Bist du wieder nach hier gelaufen, oder wie? Hey, Timo ist doch gestorben. Dann dachte ich mir, komm, schick ich den nach da. Also du bist noch bei mir, oder was? Ja, und Timo darf jetzt... Ich kann jetzt sterben. Ja, du darfst jetzt offiziell sterben. Okay. Das heißt, ich spring mal von meiner selbstgebauten Plattform da oben runter. Achso, dann bleibe ich auch hier unten direkt, ne? Ja, super. Oder nicht? Oder auch nicht. Und ich würde sagen, das reicht dann wieder für die Aufnahme. Auf Wiedersehen. Tschüss.